Ja, auch nochmal von mir ganz herzliche Grüße. Ich bin wirklich froh, euch alle hier zu sehen. Das ist ja doch so ein Wagnis. Man sagt einfach, ach komm, lasst uns mal eine Bibelwoche machen. Das schreibt sich ganz leicht auf so ein Blatt Papier und das, auf so ein Angebot. Und dann fängt die Bibelwoche an, immer näher zu kommen. Und dann denkt man sich, boah, war das wirklich so eine gute Idee? Und jetzt haben wir schon die ganzen Vorträge zum Neuen Testament hinter uns. Und irgendwie dachte ich, naja, also jetzt war ich so oft hier vorne und ich hätte volles Verständnis dafür, wenn der ein oder andere denken würde, also von dem Fischer haben wir genug gesehen in dem Jahr, nächstes Jahr gerne wieder mehr, aber für dieses Jahr ist eigentlich genug. Von daher, ich bin froh, dass ihr alle da seid. Ich bin selber gespannt, was das macht. Ich war am Samstag in Eroldsheim bei einer Veranstaltung vom sogenannten Samstagsbibelseminar. Und da hatten wir auch so etwa 80 Geschwister und wir haben uns einen ganzen Tag lang den Römerbrief angeschaut. Es war auch sehr intensiv. Und dann sind wir abends auseinandergegangen und wir hatten den Eindruck, dass wirklich durch diese intensive Beschäftigung mit Gottes Wort, dass da über das hinaus, was man erwartet hat, im Herzen, was sich bewegt hat und dass man da wirklich berührt worden ist. Zumindest waren das die Worte von dem Verantwortlichen danach. Und wenn ich mir überlege, was für ein Ziel haben wir miteinander jetzt bei der Bibelwoche, dann geht es mir natürlich auch genau darum, dass wir am Ende nicht dastehen und sagen, so, jetzt wissen wir alles über den Philipperbrief, 4 Kapitel, die Freude kommt auch drin vor, ein paar Mal, wunderbar, aber es gibt noch mehr als die Freude, ja, und dass wir dann sagen können, also Philipperbrief, alle Fakten aufzählen, das ist eine Seite. Was ich mir wünsche ist, dass das Wort Gottes sich als ein lebendiges Wort erweist. Was an der Stelle, wo wir es hören müssen, und das mag für jeden ein Stückchen anders sein, dass genau an dieser Stelle sich als lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert erweist. Wo wir rausgehen aus der Beschäftigung mit dem Philipperbrief und ja, auf der einen Seite danach sagen, okay, so viel Philipperbrief, das brauche ich nur einmal in meinem Leben und danach nie wieder. Und auf der anderen Seite sagen, aber es hat mich nicht unverändert gelassen. Ich bin so ein Stück mitgenommen worden von diesem Paulus und seinen Gedanken an die Philipper. Vielleicht ein paar Worte vorneweg, warum eigentlich der Philipperbrief? Ich meine, das habe ich mir ausgesucht und von daher kann ich auch sagen, warum. Ich mag den Philipperbrief. Ich mag ihn vor allem, wenn man euch als Gemeinde sieht. Warum? Die Philipper verbinden zwei Sachen miteinander, wo ich denke, das tut Schwante auch. Die Philipper sind nicht so eine abgrundtief abgestürzte Gemeinde wie Korinth, wo du eigentlich durchliest und sagst, Freunde, wenn Paulus am Anfang noch schreibt, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel und eigentlich ist alles ganz schön bei euch, ja, und dann 15 oder 16 Kapitel lang schreibt, was alles schief geht, dann denkt man sich so, naja, lieber Paulus, das war am Anfang so ein ganz klein bisschen Honig um den Bart, denn wenn es richtig losgeht, merkt man, was bei den Korinthern alles schief ist. Das sind die Philipper nicht und das seid ihr auch nicht. Die Philipper sind eigentlich über weite Strecken das, was man eine Vorzeigegemeinde nennt. Eine Gemeinde, wo man sagen würde, also ein Blick von oben, schauen uns gleich an, wo Philippi liegt, Blick von oben auf Griechenland, Gemeindelandschaft, mal ein bisschen schauen, wo stehen die einzelnen Gemeinden, da ist so Philippi schon ziemlich weit oben. Das ist so die Gemeinde, wenn jemand sagt, wo willst du denn studieren gehen? Ja, hast was weiß ich zur Auswahl. Korinth und Philippi würde man sagen, ach, geh mal lieber nach Philippi. Das ist schon irgendwie ein bisschen, das ist die Gemeinde, ein bisschen kräftiger, ein bisschen besser. Kannst du mehr lernen. Und jetzt hat man diese Vorzeigegemeinde und Paulus ist froh, dass es die Philipper gibt. Und trotzdem gibt es in dieser Gemeinde, in dieser Vorzeigegemeinde Dinge, die besser laufen könnten. Dinge, die, wenn man sie nicht anspricht, so über die Jahre hinweg langsam schiefgehen können. Die Philipper sind eine Gemeinde, die es ungefähr 10 Jahre gibt, zu dem Zeitpunkt, wo der Brief geschrieben wird.
Und ich habe den Eindruck, dass Gemeinden am Anfang immer mit sehr viel, also jetzt erleben wir das gerade in Spandau, ja, da ist man noch so zusammen, das ist so ein kleiner überschaubarer Haufen und wir hatten jetzt am Sonntag vor einer Woche unsere allererste Taufe, das passte alles noch in den Garten und dann wurde im Pool getauft und danach gegrillt. Das ist alles so, hey, ja, da mag Schwierigkeiten gehen, aber man steht noch so zusammen. Und das geht auch noch ein paar Jahre so gut. Und dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo ich den Eindruck habe, Gemeinden rutschen langsam in die Pubertät. Da gibt es die Gründungsleute von früher, die sind aber nicht mehr so ganz die wichtigsten vielleicht. Da hat man so manches Problem mitgeschleift. Wir werden uns das in Philippi anschauen. Da gibt es Euodia und Syntyche, ja, so zwei von den Gemeindegründungs-Urgesteinsdamen. Da ist irgendwas ein bisschen kaputt gegangen, so im Verhältnis miteinander und ist nie richtig aufgearbeitet worden und ist vielleicht am Anfang auch gar nicht schlecht und dann geht das so über die Jahre hinweg weiter und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man merkt, in der Gemeinde, da ist so eine Spannung da. So ein bisschen, ja, ihr kennt das so, man spekuliert immer drüber, wann wird da hinten in Kalifornien endlich das große Beben kommen. Also es wird irgendwann da ein Riesenbeben geben. Warum? Da gibt es so einen Graben, ja, da sind so tektonische Platten, die hängen so einander und da ist eine Spannung drin. Und irgendwann wird sich diese Spannung mal entladen. Das wird einfach passieren. Und sowas passiert auch in Gemeinden, dass so Spannungen entstehen, wo man sagen kann, wenn du da nicht rangehst, wenn du das nicht entspannst, dann wird es irgendwann mal machen. Und Paulus schreibt diesen Brief in eine Gemeindesituation hinein, wo es noch nicht gemacht hat. Aber wo man so merkt, so über die Jahre hinweg, das ein oder andere könnte man mal so ein bisschen nachjustieren. Das war schon mal besser. Da ist dieses Miteinander, dieses, ach komm, das schaffen wir schon, im Garten nach der Taufe noch Grillfeeling. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und ich denke, dass jede Gemeinde, die sich weiterentwickelt, die ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wo eine gewisse Stabilität drin ist, eine gewisse Größe drin ist, so eine gewisse Regelmäßigkeit des Wachstums drin ist, irgendwann da ankommt. Auf der einen Seite super und auf der anderen Seite lasst uns genau hinschauen, ob im Zentrum nicht vielleicht so kleine Haarrisse schon vorhanden sind. Weil das ist genau hier in Philippi der Fall. Stellt euch eine schöne große Vase vor, ja. Sie sieht noch ganz heil aus, aber du hast schon kleine Haarrisse drin. Und du weißt ganz genau, wenn da jetzt eine Belastung draufkommt, dann kann sich das ganz, ganz schnell zu einem richtig fetten Problem entwickeln. Das ist Philippi. Tolle Gemeinde mit so kleinen, aber feinen Problemchen. Und als ich mir das so vor Augen geführt habe, dachte ich mir, ich kenne ja nicht eure Probleme. Ich kenne euch als Gemeinde ja intern gar nicht. Aber ihr seid für mich so eine Gemeinde, ihr steht gut da. Und deswegen seid ihr so ein bisschen wie die Philipper. Und das, was Paulus den Philippern schreibt, dachte ich, ach, das könnte man eigentlich hier auch mal predigen. Vielleicht passt ja das ein oder andere auch in eure Situation. Das war so mein Ansatz. Wie wollen wir vorgehen? Wir haben jeden Abend zwei Vorträge, zweimal etwa eine Dreiviertelstunde, also nicht so lange Vorträge. Und ich möchte mit euch wirklich Vers für Vers durch diesen Brief gehen. Also ihr seid mich jetzt gewohnt, die letzten 20 NT-Kursvorträge als jemand, der immer so ein Thema macht mehr, ja, so den großen Bogen schlägt. Mal hier ein Vers, da ein Vers, dann ziehen wir das mal zusammen und sagen, so, hier geht's lang. Ich möchte jetzt anders sein. Also vielleicht wird das für den einen oder anderen ein bisschen eine Überraschung. Ich möchte wirklich mich Vers für Vers durch den Text hangeln. Das wird einen etwas anderen Geschmack geben bei den Vorträgen. Ich will mich dafür gar nicht entschuldigen, ich werde nur sagen, dass es so ist. Also bei dieser Bibelwoche geht es mir darum, euch auch mal auf Feinheiten im Text hinzuweisen, die ich normalerweise immer unter den Tisch fallen lassen würde, weil ich einfach sage, das kann man in einer normalen Predigt und das kann man schon gar nicht, wenn man jetzt den ganzen Philipperbrief zum Beispiel an einem Abend predigen würde, bringen. Ihr werdet manchmal auch vielleicht
ein Fremdwort mehr hören, als ich so gängigerweise verwende. Wenn ich das tue, dann ist das, wenn ich es nicht erklären sollte, dann ist es nicht gewollt. Also wenn ich ein Fremdwort bringe und es nicht erkläre, dann müsst ihr gleich sagen, stopp, jetzt bist du abgehoben. Das ist ein bisschen die Gefahr bei solchen Abenden, dass man sich dann so im Detail verliert. Ich muss nämlich an der Stelle sagen, diese Art zu arbeiten, so in den Text reinzugehen, weißt du, mit so einer Lupe dran zu gehen, sich jedes Wort anzuschauen, bei jedem Wort noch zu überlegen, was könnte das bedeuten, warum steht das da, wie hängen die Sätze zusammen, was ist der Gedankenfluss. Das ist so ein bisschen das, was ich wirklich gerne mache. Das ist so das, wo ich wenig Leute habe, die mein Blitzen in den Augen vielleicht verstehen, wenn ich mich dann so vor einer Frage wälze wie, warum steht hier ein Denn im Satz? Und worauf bezieht sich denn das Denn? Und wenn man das Denn weglassen würde, was würde sich denn am Sinn ändern? Das habe ich manchmal so, ja, das bin ich. Und das lasse ich dann manchmal bei so einer Bibelbetrachtung mal für einen Moment raus. Das müsst ihr einfach ertragen. Also ich mache das einfach mit Leidenschaft. So dass wir Vers für Vers durchgehen werden. Ihr werdet von mir ein Skript bekommen. In diesem Skript habt ihr den Text, so dass wir alle denselben Text lesen, auch wenn ihr unterschiedliche Bibelübersetzungen habt. Ihr habt den Text in Form eines Satzschaubildes. Das kann ich für die, die es interessiert, mal erklären, wie man sowas erstellt. Will ich aber jetzt nicht bringen, weil der Text alleine reicht. Und ich habe wesentliche Anmerkungen zum Text, die mir wichtig erschienen, da auch mal mit reingeschrieben, sodass ihr an bestimmten Punkten, wo ich auch längere Ausführungen mache, nicht ständig alles mitschreiben müsst, sondern so den roten Faden dann auch habt. Also schreibt gerne mit, aber ihr könnt schon mal wissen, nach der eigentlichen Einleitung gibt es ein kleines Skript. Gut. Ansonsten haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag jeweils zwei Vorträge. Und am Sonntag, da werde ich eine Predigt halten hier, die sich auch nochmal auf den Philipperbrief bezieht. Was da dann das Thema sein wird, werdet ihr sehen. Jetzt möchte ich mit euch mal einen Einstieg wagen in das Thema Philippi. Philippi, eine Stadt, habt ihr euch schon gedacht, in Griechenland. Philippi ist eine Stadt, die früher mal geprägt war, also bevor Paulus dahin kam, geprägt war von Gold- und Silberminen. Also eine relativ reiche Stadt. Die Stadt selber hat ihren Namen von Philipp dem Zweiten. Philipp der Zweite, relativ unbekannt. Sein Sohn, Alexander der Große, dafür ein bisschen bekannter. Der hat die Stadt im 4. Jahrhundert vor Christus erobert. Ja, also Mazedonien liegt ja da, da steht ja Mazedonien dran. Und Philipp der Zweite hat diese Stadt erobert. Und wie Könige halt so sind, ja, die hatte vorher bestimmt einen anderen Namen, aber na, wenn ich die Stadt schon mal hab und Philipp der Zweite heiße, naja, dann nenne ich die Stadt halt Philippi, damit jeder sich daran erinnert, dass ich die erobert habe. 200 Jahre später kommen dann die Römer und gliedern die Stadt ein in ihre Provinz Mazedonien. Jetzt ist die Frage, warum ist diese Stadt eigentlich geschichtlich bekannt? Gibt es irgendetwas in der Geschichte, was die Stadt berühmt macht? Und ja, das gibt es. Ganz in der Nähe findet oder fand ein sehr wichtiges Ereignis statt. Eine Schlacht, wo zwei Heere aufeinanderprallten. Und auf der einen Seite standen die Truppen von Antonius und von Octavian. Ich hoffe, die Namen sagen euch etwas, so ein bisschen zumindest, so römische Geschichte. Also, was man so aus der römischen Geschichte immer noch weiß, das ist Julius Caesar. Ich glaube, man weiß es deshalb, weil man einfach hier so Asterix und Obelix. Also, das ist so das Minimum. Also, wir bleiben mal Julius Caesar. Und was man auch immer weiß, ist, dass Julius Caesar irgendwann... Vielleicht, ja, irgendwann war da Schluss mit Julius Caesar, ja, da, auch du, mein Sohn Brutus, ja, genau, also Brutus war der arme Kerl, der brutal dem Leben von Caesar ein Ende gesetzt hat und danach gibt es einen Bürgerkrieg und dieser Bürgerkrieg wird entschieden zwischen den Heeren, wo auf der einen Seite
Antonius und Octavian kämpfen und auf der anderen Seite die Mörder von Julius Caesar, nämlich Brutus und Cassius. Und die beiden Heere prallen aufeinander in der Nähe von Philippi. Und Octavian, den ihr besser kennt unter dem Namen Augustus, der spätere Kaiser Augustus, der auch im Lukasevangelium in der Weihnachtsgeschichte wieder auftaucht, die Truppen von Antonius und Octavian gewinnen. Und danach wird Philippi eine römische Kolonie. Eine römische Kolonie, in der zur Zeit von Paulus sehr viele römische Kriegsveteranen leben. Also man war für eine Weile Soldat im römischen Heer und danach wurde man als Soldat irgendwo angesiedelt. Man konnte die Leute, hat ihn nicht einfach wieder nach Hause geschickt, sondern man hat ihnen einen Sold gezahlt und danach so ein Stückchen irgendwo einen Ort zugewiesen, wo sie halt leben konnten. Als Pension quasi. Und viele Kriegsveteranen sind dort in Philippi angesiedelt worden. Deshalb, und das ist jetzt für uns wichtig, war Philippi nicht irgendeine Stadt in Griechenland. Ja, man könnte ja da sich anschauen, ja, irgendwie ja, ein kleines griechisches Städtchen. Sondern es war eine Stadt, die aufgrund ihrer engen Beziehungen zum römischen Kaiserhaus und weil da so viele alte Soldaten lebten, ein besonderes Recht, eigentlich das höchste Privileg hatte, was eine Stadt überhaupt in der damaligen Zeit bekommen konnte. Und dieses höchste Privileg, das nennt man Jus Italicum, übersetzt das Recht Italiens oder das Recht Roms. In Philippi galten die Regeln, und das bezog sich auf den gesamten Bereich der Gerichtsbarkeit, der Handelsrechte, Steuerrechte, die auch in Rom galten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, du wohnst in so einer kleinen Stadt, also vergleichsweise zu Rom, kleinen Stadt irgendwo, ja, da in Griechenland. Aber du hast natürlich so, weil du selber so, ja, du bist ein gestandener Römer und du hast dieses politische Recht, du stellst was dar. Dann denkst du, boah, wir sind schon eine tolle Stadt. Und dann fängt man an, in dieser griechischen Stadt dem Lateinischen plötzlich wieder ein bisschen Bedeutung beizumessen. Wir finden in Philippi lateinische Inschriften. Also das ist absurd, weil in Rom wird Griechisch gesprochen. Ja, also der Römerbrief wird auf Griechisch an die Gemeinde in Rom geschickt. Das heißt, die Römer sind gar nicht so versessen darauf, ihr Latein zu behalten und ihre Kultur. Aber wenn ich jetzt so diese Beziehung zu Rom ausdrucken möchte, wenn ich so in der Provinz lebe und sage, wir sind eigentlich was Besseres, und das sind die Philipper, dann fange ich an, Latein zu sprechen und lateinische Inschriften zu machen und meine Münzen mit lateinischen Inschriften zu versehen. Und so ein bisschen zu sagen, hey, ja, wir sind Provinz, aber wir sind eigentlich so ein bisschen der Vorposten von Rom. Wir sind eigentlich was Besonderes. Und man fängt an, sich so zu kleiden, wie die Leute in Rom sich kleidete. Man fängt an, so Architektur, man baut die gleichen Häuser, man baut ähnliche Tempel. Und du kommst nach Philippi rein und du denkst eigentlich, bist in Italien. Das ist Philippi. Eine Stadt mit einem engen Bezug zu Rom, eine der führenden Städte ihrer Zeit. Religiös bedeutete das, dass erstmal alles erlaubt war, es auch ganz verschiedene Sachen gibt, verschiedene Gottheiten, verschiedene Sekten. Aber natürlich, klar, durch den Bezug zu Rom vorherrschend ist schon die griechisch-römische Gottesverehrung. Gab es in Philippi eine Synagoge? Frage an euch. Wo kam da ein Nein? Warum nicht? Oder woher weiß ich, dass es keine gab? Paulus kommt auf der zweiten Missionsreise nach Philippi. Und was macht Paulus normalerweise? Paulus geht ja immer zuerst evangelisierend in die Synagoge. Aber an der Stelle lesen wir etwas anderes. Und lasst uns das gemeinsam lesen in der Apostelgeschichte.
Und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 16. So, da lese ich mal ab Vers 11. Wir fuhren nun von Troas, das seht ihr hier drüben noch, also da, hier liegt Troas. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geraden Laufs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. Da steht bei mir unten eine Fußnote dran. Eine Kolonie war eine Stadt mit römischem Bürgerrecht. Zum Teil, wie hier zum Beispiel, waren hier ausgediente Soldaten angesiedelt. Vers 13. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Der Fluss ist der Gangitis und Paulus merkt, es gibt keine Synagoge. Man brauchte für eine Synagoge 10 jüdische Männer. Also da, wo 10 jüdische Männer zusammen waren, konnten die eine Synagoge gründen. Die gab es nicht. Deshalb dürfen wir davon ausgehen, dass es auch diese 10 Männer nicht gegeben hat. Und stattdessen gibt es außerhalb am Fluss eine Gebetsstätte, wo sich hauptsächlich Frauen treffen. Lydia ist da, denke ich, die bekannteste, ist ja auch die erste, die sich dann bekehrt. Wann kommt Paulus hier vorbei? Ihr seht es schon auf der zweiten Missionsreise, das ist etwa 49 bis 52 nach Christus. Das Missionsteam, was er mitbringt in diesem Moment, besteht aus insgesamt mindestens 4 Personen. Ihr wisst noch, da gibt es die erste Missionsreise, ja, da ist Paulus zusammen mit dem Barnabas und dann gibt es da eine Trennung und dann nimmt Paulus auf die zweite Missionsreise den Silas mit. Zu dem Silas dazu kommt ein Dritter, der Timotheus, und es kommt mindestens ein Vierter noch dazu, nämlich Lukas. Dreimal in der Apostelgeschichte finden wir Passagen, wo Lukas in Wir-Form schreibt. Ganz aufmerksam. Man liest das so, ja, und dann plötzlich wir. Und immer wenn Lukas das tut, ist er selber mit dabei. Also mindestens 4 Leute kommen nach Philippi. Die erste Bekehrte, Lydia, ist eine Heidin, die zu Gott, und zwar zu dem Gott der Juden, betete. Man hatte das damals, dass das Judentum darauf aus war, zu missionieren, anderen Leuten sich zu präsentieren. Man hat das zum Teil so weit getrieben, dass die biblischen Bücher zwischen dem Alten und Neuen Testament, das was man die Apokryphenbücher nennt, dass diese Bücher ganz bewusst so geschrieben waren, dass man eine Verbindung gemacht hat zwischen griechischem Denken und jüdischem Denken. Wenn man will, waren das Bücher, die versucht haben zu zeigen, schaut mal ihr Griechen, das was wir Juden zusammen haben, ist doch eigentlich was ganz Modernes. Beschäftigt euch doch mal damit. Es gab jüdische Traktate, die den jüdischen Glauben vorgestellt haben. Und so sind eine Reihe von denkenden Heiden dahin gekommen zu sagen, okay, dieser Gott der Juden, diese Idee Monotheismus, dass nur ein Gott da ist, das ist eigentlich eine viel klügere Idee als das, was wir so kennengelernt haben. Und sie haben angefangen, diesen einen Gott der Juden anzubeten. Aber sie sind nicht so weit gegangen, dass sie Juden geworden wären. Und Lydia und die anderen Frauen scheinen genau solche Leute gewesen zu sein. Wie geht die Geschichte in Philippi weiter? Paulus beginnt eine Missionstätigkeit. Er wohnt dann bei der Lydia. Es gibt dann Streit um die Austreibung eines Wahrsagegeistes. Ein Streit, der so weit geht, dass man die Apostel zu Unrecht erst beschuldigt, dann schlägt und einkerkert. Und dann beginnt eine Geschichte, die man oft in der Kinderstunde erzählt, die Bekehrung des Kerkermeisters. Also es ist ja schon eine der Geschichten, die man unglaublich gerne erzählt, oder? Ja, du hast diesen Kerkermeister, du hast das Gefängnis im tiefsten
Teil des Gefängnisses, quasi im Hochsicherheitstrakt hast du die beiden Apostel sitzen und dann dieses Erdbeben und die Türen fliegen auf und der Kerkermeister denkt sich, boah, sind alle weggelaufen, stürmt hin, sieht natürlich da irgendwie nur so ein dunkles Loch, sieht keinen mehr, denkt, alle sind weg, will sich umbringen. Und dann sagt Paulus, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Und der Kerkermeister, ja, er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder und führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Also das ist ja nun die Frage, die wir uns wünschen, von jedem Menschen auf der Straße gestellt zu bekommen. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und das Evangelium in Kurzform präsentierend sagt Paulus dann, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und dieser Kerkermeister nimmt den Herrn Jesus an, wird gläubig, nimmt Paulus zu sich. Es folgt eine offizielle Wiederherstellung der Missionsmannschaft. Also man nimmt die Anklagen zurück, man führt sie offiziell aus dem Gefängnis heraus, sagt offiziell hier, da war nichts dran an den Anschuldigungen. Und trotzdem muss das Missionsteam weiterziehen. Und die Frage ist, wer bleibt zurück? Das ist deshalb eine interessante Frage, weil wir im Philipperbrief einen Bezug haben. Da sagt Paulus an einer Stelle, du mein Jochgenosse. Wir wissen nicht genau, wer dieser Jochgenosse ist. Interessanterweise bleibt in der Apostelgeschichte oder ist in der Apostelgeschichte am Ende von der Philippi-Geschichte dann auch diese Wir-Passage von Lukas zu Ende. Insofern es ist naheliegend zu glauben, dass Lukas für einige Zeit, vielleicht für mehrere Jahre, in Philippi war und dort die Gemeinde mit aufgebaut hat. In der Gemeinde spielen Frauen eine große Rolle. Das sehen wir im Brief selber, das sehen wir aber auch daran, dass von Anfang an Lydia zum Beispiel die Sache finanziert. Wir wissen, dass dieser Kontakt zwischen Paulus und dieser Gemeinde, letztlich der ersten Gemeinde, die er hier drüben so in Griechenland gegründet hat, dass zwischen Paulus und dieser einen Gemeinde der Kontakt über die nächsten Jahre nie wirklich abreißt. Alleine das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, da ist Timotheus einer, der hinreist und Kontakt hält und wenigstens zweimal wird Paulus selber die Gemeinde noch besuchen. Paulus ist, er ist wirklich begeistert von dieser Gemeinde. Wenn ihr mal mit mir aufschlagt, 2. Korinther Kapitel 8, da heißt es am Anfang in Vers 1, und es geht hier darum, dass Paulus den Korinthern einen Brief schreibt, die sich schon vor einiger Zeit vorgenommen hatten, Geld zu sammeln für Jerusalem und es nicht so richtig auf die Reihe gebracht haben. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 1, wir teilen euch aber mit, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Drangsal der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligung. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. So, das will ich jetzt nicht Vers für Vers auslegen. Die Idee dahinter ist die, Paulus braucht ein Beispiel für Freigebigkeit. Und er sagt, ich habe die Mazedonier hier mal, die möchte ich euch mal vorstellen. Und die Mazedonier, das ist die Gemeinde in Philippi. Die sind bettelarm. Die haben eigentlich nichts. Tiefe Armut. Aber trotzdem, obwohl ich als Apostel da gar nichts erwartet hätte, trotzdem bitten die mich darum, mit vielem Zureden, ob sie auch was geben dürfen. Das sind die Philipper. Also ich habe nichts und dann nehme ich das Wenige oder das Bisschen, was ich habe, nicht als Ausrede und sage, na ja, dann sollen mal die Korinther was geben. Die haben eh mehr. Denen geht's gut.
Aber wir sind hier verfolgte Gemeinde. Uns drängt man aus den Jobs raus, wenn wir Christen werden. Uns nimmt man, was weiß ich, die Häuser ab, wenn wir Christen werden. Keine Ahnung, was wirklich passiert ist. Wir haben nichts. Nee, das machen sie nicht. Die sind so überzeugt von dem, was sie da geschenkt bekommen haben. Sie sind so überzeugt davon, dass sie einen riesen Schatz haben mit dem Evangelium, dass sie Schuldner sind gegenüber den Geschwistern in Jerusalem, dass sie bitten, dass sie sagen, bitte, Paulus, ja, wir haben nicht viel, aber lass das bisschen, was wir haben, doch lass uns das geben, bitte. Wir wollen wirklich gerne was geben. Und diese Haltung, geben zu wollen, steckt ganz tief drin bei den Philippern. Das ist eine herausragende Eigenschaft. Paulus wird am Ende vom Philipperbrief das sagen, ihr seid die einzigen gewesen, die mir gegeben haben. Die anderen Gemeinden, die haben irgendwann aufgehört. Aber ihr, Klammer auf, die ihr eigentlich nichts habt, Klammer zu, ihr habt die ganze Zeit an mich gedacht. Das sind die Philipper. Schauen wir uns nochmal an, wann der Brief selber geschrieben wurde. Ich habe gesagt, auf der zweiten Missionsreise, also etwa um das Jahr 50 herum, wird die Gemeinde in Philippi gegründet. Etwa 10 Jahre später, etwa so im Jahr 60 bis 62 nach Christus, entsteht der Philipperbrief. Und er entsteht unter sehr traurigen Umständen. Paulus sitzt im Gefängnis. Und das ist nicht irgendein Gefängnisaufenthalt, wo man sagt, naja, wird schon wieder. Sondern es war so, dass Paulus schreiben muss, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Es kann sein, dass dieses Gerichtsverfahren mit einem Todesurteil endet. Wo sitzt Paulus im Gefängnis? Wir wissen es nicht genau. Die Philipper wussten es, aber er schreibt es uns leider nicht im Text. Ich tippe mal persönlich auf Rom. Wer da genaueres zu wissen will, warum ich da auf Rom tippe, kann mich gerne fragen. Wichtig ist, dass dieser Brief zusammen mit 3 anderen Briefen entsteht, die man zusammen dann auch Gefängnisbriefe nennt. Das ist einmal der Kolosserbrief, dann der Epheserbrief und der Philemonbrief. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen, dass Epheser und Kolosserbrief so ähnlich sind zueinander. Also die sind inhaltlich so, dass du sagst, ach, das Thema kenne ich doch schon, gerade wenn man die nacheinander liest. Das liegt daran, dass sie zur gleichen Zeit entstehen in einer ähnlichen Situation. Der Apostel im Gefängnis, der nicht weiß, ob er wieder lebendig rauskommt. Worum geht's im Philipperbrief? Im Philipperbrief, denke ich, gibt es 4 große Inhalte. 4 Dinge, die Paulus mit dem Philipperbrief rüberbringen will. Zum einen Dank. Wir werden im Philipperbrief darüber lesen, dass Paulus sich bedankt bei den Philippern für das Geldgeschenk, was er gekriegt hat. Also da ist einer von Philippi, der Epaphroditus. Eigentlich, der Name ist eigentlich fief, ja. Also Epaphroditus, das klingt nach Aphrodite. Das heißt, seine Eltern waren so Anhänger der Aphrodite und haben ihren armen Sohn mit einem Namen beschenkt, der noch den Namen dieser Göttin da enthält. Epaphroditus. Das ist so, wie wenn heute irgendwelche Eltern ihren Kindern Namen geben von bekannten Popsängern, die gerade in sind. Ja, wir haben so Kevin und Justins und solche, haben wir da, gibt's dann so phasenweise mal ganz viele davon. Und das war an der Stelle auch so ein Epaphroditus. Also, naja, du wusstest einfach, aus was für einem Hintergrund der arme Kerl kam. Aber das war ein ganz tolles geistliches Vorbild. Der wird von den Philippern mit einem Geldgeschenk nach Rom geschickt. Übergibt das, wie auch immer, also findet erstmal diesen Paulus, kommt dahin, kostet ihm fast das Leben, diese Reise, übergibt das Geld, gesundet wieder und Paulus benutzt ihn als Postboten, um Danke zu sagen. Erstmal ist der Philipperbrief ein vielen herzlichen Dank, Geld ist angekommen. So eine Art Quittung mit einem Satz dazu. Das ist das Erste, was der Philipperbrief sein will. Das Zweite, der Philipperbrief möchte Informationen geben. Also Paulus wird uns im Philipperbrief einiges über seine Umstände schreiben. Und dabei wird er vor allem betonen, dass
seine Lebensumstände, so negativ die aussehen, ja, du hörst, boah, der Apostel der Heiden ist im Gefängnis. Und Paulus sagt, keine Sorge, meine Lebensumstände sind sogar zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen. Obwohl das erstmal so klingt, als könnte jetzt nichts mehr passieren, als hätte Gott einen Fehler gemacht. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Und an diesen Gedanken lässt er die Philipper Anteil haben. Er sagt ihnen natürlich etwas darüber, dass er nicht weiß, wie dieser Gerichtsprozess ausgeht. Darüber informiert er sie auch. Er sagt, Todesstrafe, Freilassung, beides mögliche Alternativen. Sagt ihnen so ein bisschen was über das, was er plant, dass er Timotheus zu ihnen schicken möchte und sollte es zu einem Freispruch kommen, selber kommen möchte. Also Schreibabsicht 1, Danke sagen. Schreibabsicht 2, Informationen geben. Schreibabsicht 3, Warnung. Falsche Lehrer und Apostel sind unterwegs, stellen eine Gefahr dar für das Evangelium. Paulus möchte die Philipper als die Gemeinde, die er liebt, und wo er weiß, sie sind nicht immun gegen diese Gefahren, möchte sie warnen. Und dann kommt das, was ich vorhin eingangs schon sagte, warum ich den Philipperbrief ausgewählt habe für diese Bibelwoche. Auf der einen Seite sind die Philipper eine Modellgemeinde. Und Paulus würde sich wünschen, deswegen 2. Korinther 8, dass alle so sind wie die Philipper. Und auf der anderen Seite schreibt er in dem Brief so Aufforderungen rein. Er sagt, steht fest. Und du merkst, dieser Zusammenhalt zwischen den Geschwistern, der scheint so an der einen oder anderen Stelle so einen leichten Knacks gekriegt zu haben. Das geht so weit, dass er ganz bewusst auf Streitigkeiten, die man spüren kann, von denen die Leute wussten, zum Beispiel zwischen den zwei Frauen, Euodia und Syntyche, hinweist und darauf hinarbeitet, dass diese Streitigkeiten, die die Einheit gefährden, dass die ausgeräumt werden. Hintergrund dafür für solche Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde, wir wissen es nicht genau, wahrscheinlich zunehmende Verfolgung. Und deshalb geht es im Philipperbrief um die große Frage, wie leben wir als Gemeinde Gottes Einheit? Wie kann ich das schaffen, dass wir zusammenbleiben? Wie schaffen wir es, dass wir uns nicht auseinanderreißen lassen? Oder wie es dann, das ist so der Vers, wo ich selber einfach innerlich sehr angesprochen werde. Da schreibt Paulus, dass er sehen möchte, dass sie feststehen in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Wo ich denke, was für ein Bild. Ich glaube, ich habe da schon gesagt, dass ich gerne Actionfilme sehe. Wenn nicht, dann bekenne ich mich jetzt dazu. Und einer meiner Lieblingsfilme ist eine Comicverfilmung, die heißt 300. Und in dieser Comicverfilmung geht es darum, dass der Kampf der Spartaner gegen Xerxes dargestellt wird. Und man mag den Film nicht mögen, aber es ist für mich, wenn man verstehen will, wie eine Phalanx funktioniert. Also ich habe da ein Durchgang an den Thermopylen und da stehen diese 300 Spartaner. Und ihnen gegenüber stehen 1 Million Feinde. Und die rennen an wie eine große schwarze Woge von Leibern gegen diese paar Männchen. Und sie stehen Schild an Schild an Schild. Hintereinander, ein paar Reihen. Und du siehst, wie diese Masse auf die Leute zurennt. Und auf diese Phalanx, auf diese Schlachtreihe trifft und wie sie ein Stückchen zurückweicht und dann kommt dieser Befehl von hinten, Stopp! Und mit einem Mal, boom, steht die Reihe. Und dann beginnt der Gegenangriff. Und das ist das, was Paulus hier im Blick hat. Wir sind als Gemeinde Gottes wie so eine Schlachtreihe. Es gibt so viel, was uns kaputt machen möchte, eine unüberschaubare Menge von Gegnern. Diese Welt, der Teufel mit seinen Dämonen, selbst unser eigenes Fleisch macht uns das Leben schwierig, will uns kleinkriegen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es in einer so für das geistliche Leben feindlichen Umgebung zu bestehen? Wie kann das irgendwie gehen? Und es gibt in meinen Augen, wenn ich mal das persönliche geistliche Leben des Einzelnen kurz ausblenden darf, einen ganz wichtigen Punkt in der Bibel. Dass Gott immer wieder sagt, wenn du überleben willst im geistlichen Leben,
dann brauchst du ein Team. Du brauchst jemanden, der an deiner Seite steht. Es gibt in diesem Film eine Szene, wo ein Krüppel König Leonidas fragt, ob er mitkämpfen darf. Dann sagt Leonidas, nimm mal dein Schild und halt das mal hoch. Wie hoch kannst du dein Schild halten? Und dann versucht er, das hochzuhalten, und er kommt nicht wirklich hoch, weil er verkrüppelt ist. Dann sagt Leonidas, ich kann dich nicht brauchen in meiner Phalanx. Weil ich decke mit meinem Schild den Nachbarmann ab. Und sein Schild deckt mich zum Teil mit ab. Und so bilden wir eine geschlossene Front, wo nichts durchkommen kann. Und das ist Gemeinde. Die Einheit der Gemeinde funktioniert dann, wenn wir dicht an dicht stehen. Und mein Schild, ich darf das mal übersetzen, mein Gebet und meine Liebe für dich und meine Fürsorge für dein Leben dich an den Stellen deckt, wo du vielleicht gerade eine Schwachstelle hast, wo du für einen Moment nicht aufpasst, wo ein Angriff gegen dich läuft und du checkst es gerade nicht. Und diese Einheit, das ist eigentlich Gemeinde. Gemeinde bedeutet, dass wir nebeneinander stehen, dass wir eine Einheit bilden, dass nicht einer kämpft alleine und versucht, so sein Solo-Christentum irgendwie durchzukriegen und wird schon irgendwie werden, wird mir schon nichts Böses passieren, sondern Gemeinde ist gedanklich, dass wir mit einem Geist feststehen und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Und in dem Moment, wo zwischen zwei ein Riss entsteht, wo zwei in dieser Kette ein Stückchen auseinandergedrängt werden, wenn da einer durchkommt, dann wird es gefährlich. Dann entstehen die ungeschützten Stellen. Und dann nehmen Leute geistlichen Schaden. Und ich glaube, dass der Philipperbrief als Hauptaussage, obwohl sehr viel mit Freude drin vorkommt, aber ich glaube, dass so die generelle Hauptaussage des Philipperbriefes darin besteht, achte darauf, dass die Einheit der Gemeinde gefördert wird, dass ihr wirklich zusammensteht. Und ich werde ab und an mal die unterschiedlichen Aussagen und Aufforderungen, die Paulus bringt, auf diesen einen Punkt konzentrieren. Solange wir wie ein Mann dastehen und zusammen kämpfen und wissen, dass wir den anderen brauchen und uns darauf einlassen und verlassen können, dass er neben mir steht, so lange kann Gemeinde funktionieren. Und so lange wird Gemeinde auch genau das erreichen, was es soll, nämlich eine Einheit bilden, die Menschen fürs Evangelium gewinnt. Ganz kurz noch vor der Pause eine Gliederung des Philipperbriefes. Es fängt an am Anfang, wir haben ja insgesamt 4 Kapitel, mit einem Gruß, den werden wir uns nach der Pause dann anschauen. Und dann kommt natürlich dieses erste Thema erstmal. Paulus sagt, hey, vielen herzlichen Dank. Ja, ich hab's gekriegt, alles ist gut. Dank und freudige Fürbitte. Das möchte ich heute auf alle Fälle mit euch noch durchmachen, dass wir uns anschauen, mit was für einer Grundhaltung begegnet Paulus eigentlich anderen Christen. Wie macht er das? Also wie lebt er sein Christsein im Blick auf Fürbitte, auf Gebet? Dann, also der Gruß, Kapitel 1, die Verse 1 und 2, Dank und freudige Fürbitte, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Dann das Thema die Priorität des Evangeliums im Leben des Apostels Paulus. Immer noch Kapitel 1, die Verse 12 bis 26. Da werden wir uns beschäftigen mit dem, wie kann das sein, dass Paulus mitten im Gefängnis sitzt und sich trotzdem darüber freut, dass das Evangelium läuft. Wie passt das überhaupt zusammen? Und ich denke, es wird eine Herausforderung sein, auch unsere Prioritäten zu hinterfragen. Kapitel 1, die Verse 27 bis Kapitel 2, 18, ein Lebenswandel, der dem Evangelium entspricht. Ganz bekannte Verse werden uns an der Stelle begegnen, die sehr oft auch in Verbindung mit Leben und Sterben Jesu, zum Beispiel beim Brotbrechen, gelesen werden. Dann Neuigkeiten von Timotheus und Epaphroditus, Kapitel 2, Verse 19 bis 30. Wir werden uns mit zwei Vorbildern beschäftigen im geistlichen Leben. Und dann in Kapitel 3, das ganze Kapitel 3, Warnung vor falschen Arbeitern und ein Aufruf, Paulus nachzuahmen. Ganz düsteres Kapitel. Da
Da kommt man so aus den Höhen des vorbildlichen Lebens von Timotheus und Epaphroditus ganz runter in die Niederungen der gemeindlichen Realität. Kapitel 4, in meinen Augen ein absolutes Kleinod, die ersten 9 Verse. Da freue ich mich jetzt schon drauf, mit euch durchzugehen und Zeit zu haben, weil es für das praktische geistliche Leben in meinen Augen ganz wenig Verse im Neuen Testament gibt, die so konzentriert ein paar ganz elementare Grundwahrheiten präsentieren wie diese 9. Ich habe hier nur geschrieben einige abschließende Anweisungen, aber sie sind unglaublich wichtig. Und dann Philipper 4, Verse 10 bis 20, ein Dank für das Geldgeschenk und dann noch ein paar abschließende Grüße, Kapitel 4, 21 bis 23. Nach dieser Gliederung vorgehend möchte ich mit euch den Philipperbrief besprechen. Der erste Vortrag ist jetzt vorbei.